Also Nahkampf plus Geschicklichkeit. Genau. Der Angriffswert ist nur, um zu gucken, ob man Headshot hat oder nicht. Okay. Blut spritzt an die Frontscheibe. Ja, und dann reiße ich da noch ein bisschen was raus und ist auch gar nicht übertrieben, ne? Dafür, dass du nichts kannst. Geh mal davon aus, dass ich aussteigen muss und die Türen hinten aufmachen muss, weil die werden von innen nicht aufgehen oder so, ne? Noch bevor das passiert, rumpelt es in dem Wagen. Können wir denn überhaupt kommunizieren? Nein. So wie Darm, also... Nein, ihr habt keine Comlinks, nichts dabei, keine Technik dabei, da die aber auch das ermöglichen könnte. Er könnte natürlich mit der Matrix und durch die Matrix kommunizieren, mit seinem Geist, er braucht kein Gerät. Du merkst auch das Rumpeln. Wenn einer in der Astralebene noch wäre, hätte er nämlich gesehen, dass von hinten ein riesiger LKW gekommen ist und den Wagen auf die Schiene geschoben hat, durch die Schranke durch. Also wir sind nicht ausgestiegen, oder? So eine Scheiße und ich halte ihn. Du wolltest gerade aussteigen. Und ich halte ihn unten. Steigst du aus oder bleibst du noch im Fahrzeug? Ich habe gerade die Tür aufgemacht zumindest. Denn du hast nur eine Sekunde Zeit, bis der Zug euch trifft. Ich springe raus. Okay, bis Montag. Gut, dann kriegst du mehr Schaden. Macht nichts. Der Zug erwischt dich voll. Wir rollen der rüber. Zug erwischt den Wagen, wird von den Schienen gerissen. Der Wagen ist nämlich ziemlich schwer, weil er ziemlich schwer gepanzert ist. Und auch der Wagen wird in zwei Teile gerissen. Feuer überall und euch gehen die Lampen aus. Thank you.